Ja, wir sind jetzt hier im Let's Play Florentia endlich mal wieder zurück. Ja, es tut mir irgendwie leid, dass ich so lange schon nicht mehr aufgenommen habe. Aber dafür kommt jetzt das Epischste, was es gibt, nämlich meine Ausraster. Das ist das Beste, was es hier in YouTube gibt, will ich jetzt mal behaupten. Ja, eigentlich nicht, aber egal. Wir sind hier See Level 10 und müssen eigentlich für die CC-Sachen, die wir jetzt mit dem Level, also mit dem Landlevel eigentlich schon tragen können, Level 15 werden und das machen wir jetzt einfach. Endlich mal wieder was aufnehmen. Ich bin allgemein wenig zum Aufnehmen gekommen. Zum Glück hatte ich andere Sachen noch im Vorrat. Und ja, wir gucken jetzt einfach, dass wir hier Mobs finden, die halt in unserem Level sind. Ungefähr. Wir haben ja auch zum Glück schon 20%. Ja, Level 7er, können wir auch noch ein bisschen mitreißen in den Tod. Weil wir werden auch sterben wahrscheinlich. Aber gut, dass wir die wenigstens noch One-Hit machen. Wenn wir sie nämlich nicht One-Hit machen, dann müssen wir zu Schwächeren gehen, weil das ist schon blöd mit Torpedos. Eigentlich sollte ich mir noch wirklich auch paar bisschen Munition, dass ich wenigstens, wenn die ja so neben mir sind, dass ich da noch drauf feuern kann. Kaufen, ja. Und ja. Hab schon gesehen, paar von euch wollen auch mit mir aufnehmen hier. Aber dazu müsst ihr mich wirklich adden, also in Skype, wirklich, ich werde euch da nicht adden. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie keinen Bock auf euch habe. Nein, das ist einfach, ich habe einfach keine Zeit, verdammt nochmal. Wenn ich Zeit habe, dann nehme ich auf. Und ich bin auch nicht so oft on, aber das kriegt man schon irgendwie hin. Aber ihr müsst mich echt adden, also in Skype heiße ich genau wie in YouTube. Müsst ihr auch nicht immer fragen, das ist immer gleich der Name in Skype, yeah. Ja, und dann addet er mich einfach und dann nehme ich das natürlich an und ja, bla bla bla. Dann reden wir und nehmen dann auf. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie weit wir hier machen. Wir werden eh nicht so weit kommen, wahrscheinlich. Moment mal, sind das hier Quest-Items? Ne, toll. Dann bringt es natürlich ziemlich wenig. Egal, können wir anders mal noch wegschmeißen. Oh ja, bleibt perfekt stehen. Optimal. Ja, cool, wenn es so einen Ort geben würde, wo die echt direkt aufeinander stehen würden. Dann müsste man einfach da chillen. Immer links, klick, links, klick und so weiter. Nein, oh, hab schon gedacht. Oh, es gibt Gas. Ja, was ist noch so interessant? Ja. Wir sind da jetzt Level 52 und haben da noch viele Quests, aber viele uninteressante Quests leider auch, die wir vielleicht trotzdem nochmal machen werden, weil ich jetzt nicht offscreen zum Leveln kommen. In 2, 3 Wochen wird's auf jeden Fall besser. Da werdet ihr, ich will nicht noch nicht zu viel versprechen, das sage ich euch, wenn es dann soweit ist. Also in 2 Wochen, da wird's dann auf jeden Fall mehr geben. Das ist schon mal klar. Aber wenn ich es immer wieder anspreche, ja, es ist halt wirklich so, dass es diesmal auf jeden Fall klappt, weil ich dann wieder frei hab und dann geht's richtig ab. Dann gehe ich zwar auch noch mal in Urlaub irgendwann, aber das ist natürlich jetzt noch weit weg. Noch ungefähr einen Monat. Und dann gehe ich in Urlaub für eine Woche. Ja. Oh, da ist ein Boss. Und wieso hat er jetzt nicht geschossen? Hatte ich jetzt etwa gekickt oder wie? Was ist da jetzt los? Was soll das? Schießt er mal wieder? Ja, jetzt schießt er. Wow. Irgendwohin halt. Level 6. Giant Chemical. Ne, mach ich nicht. Traue mich nicht. Aber man ist ja langweilig, wenn ich die One hätte. Ich glaube, ich soll zu stärkeren gehen. Dass ihr ein paar Ausraster habt, das wäre kein Seepart, wenn ich nicht ausrasten würde. Also, los, gib Gas, gib Gas. Haben wir nicht irgendwo so ein Bewegungsgeschwindigkeitszeugs? Gilt es überhaupt auf See? Moment. Nein, nein, nein.
Nee, HP. Ich habe eigentlich gedacht. Oder war das bloß einer, den wir bekommen haben? Den haben wir gleich eingesetzt? Naja, egal. Fünf Pomps haben wir schon. Sollten wir vielleicht mal verkaufen? Mann, ich verstehe es nicht. Hat echt drauf gewettet, dass wir noch was haben, was uns Bewegungsgeschwindigkeit gibt. Naja. Nehmen wir den noch mit, natürlich. Geht eigentlich schon noch ziemlich schnell in dem Level. Was sind denn eigentlich die Level 10? Das hab ich, weiß ich gar nicht. Ja, aber in die Richtung muss es schon sein. Level 9, Quatsch, nicht Level 29. Schön wär's, wenn ihr seht, Level 29 wären, ne? 29% natürlich nur. Und ja, Deutschland ist Weltmeister. Das war natürlich auch ein Grund, weshalb, glaube ich, am Sonntag oder sogar am Montag nichts kam, oder? Montag? Gestern? Doch, da kam was. Aber ich werde es vielleicht auch nicht heute noch hochladen können. Weiß nicht. Morgen wird es auf jeden Fall dann kommen, also Mittwoch. Ja, weil Public Viewing, dann bin ich nicht mehr heimgekommen. Und ja, eine Stunde versucht am Bahnhof zu pennen und dann gehen sie wieder heim. Ja, und dann halt direkt am nächsten Tag wieder weg. Juhu, 2 Stunden Schlaf gehabt. Sehr toll. Ich hoffe, ihr habt es nicht allein daheim angeguckt. Also was macht man einfach nicht? Es gehört sich nicht. Und wieso sind jetzt da gar keine Mobs mehr? Verdammt nochmal. Was ist da los? Hä? Wieso ist da kein einziger Mob? Ich habe noch nie einen Ort hier gesehen. Ja, da kommt es wieder welche. Level 16, naja, klasse. Statt Ausraster hier ziemlich viel Verwirrung. Was ist da los? Wieso ist da. Oh. Ich verstehe es nicht. Kommen da wieder Mobs? Hallo, um die Insel waren doch überall Mobs. Es war immer noch das gleiche. Ne, Level 7. Daneben Level 16. Was macht das für einen Sinn, Florencia? Ah, was ist da hinten? Level 5 brauchen wir ja nicht. Ja. Was haben wir denn noch für Sequests eigentlich? Level 7er. Sammle Map Pieces in Bloodsea Old Bass Ships. In der Sea of Bone. Level 8. Level 12. Sea of Bone. Waren die da nicht aggro? Oh Mann. Level 12, versuchen wir es mal. Oder Level 11, hier, das sieht doch gut aus. Da können wir doch bestimmt sterben und uns aufregen. Yeah, so muss es sein. Hier muss ich natürlich noch gucken, ob ich da vielleicht irgendwo noch so ab, Zeugs hab, was ich halt brauche. Quest-Item, ja toll. Haben wir also keine Repair-Kits mehr. Egal, egal, egal. Wir sind da so gut auf See. Nicht. Mann. Oh Mann, wir sind auch so derbst lahm. Jetzt weh, wir machen das nicht One-Hit. Dann rasch dich. Komm schon, komm schon, komm schon. One-Hit. Yes. Dann können wir die auch weiterhin kloppen. Aber bestimmt sind die jetzt wieder so selten. Alle Mobs, die ich mag, sind selten. Okay, ich mag ziemlich wenig Mobs hier in Flo, aber ja. Jetzt versuchen wir auch mal einen Level 12er. Ganz nah hin und dann One Hit, komm. One Hit, One Hit. Oh
Mann, wir sind so lahm. Bleib stehen. Komm schon. Nein, es war so klar, es war so klar, es war so klar. Bleib doch stehen! Gib Gas! Nein, nein, Kritiker. Kritiker, Kra. Ist ein Kritiker. Schnell, mach schieß doch. Oh, scheiße. Das ist ja doch ziemlich knapp, jetzt da wie wieder warten, bis regeneriert ist, oder ich leg einfach das Level 8er hier. Schiffle. Oh, ich hätte mich jetzt übel aufgeregt, wenn ich das jetzt nicht One-Hit gelegt hätte. Risiko hier, ja, aber wir kriegen echt XP ohne Ende. Oh nein! Wieso? Oh Mann! Ist doch so klar, so klar, so klar. Jetzt gib Gas! Verdammt! Komm schon. Jawohl. Brauchen wir das jetzt? Naja, steht da auch nicht Quest-Item dran. Aber jetzt müssen wir echt gucken, dass wir uns das mal wieder regenerieren hier. Oder regenerieren wir uns überhaupt? Ja. Aber übelst lahm. Oh, die sind da so weit auseinander. Das ist ein bisschen blöd bei See. Ja, ihr wisst ja, dass ich See überhaupt nicht mag, aber ich bin noch nicht verreckt. Das feiere ich ja gerade abnormal. Vor allem die Mobs sind ein Level höher hier. Krass, zumindest teilweise. Als ich die pack, das ist ja echt ein Wunder. Bleib stehen. Genau, so macht man das. Zum Glück ist da hinten nicht. Ah, Level 10er sogar. Das ist ja unglaublich. Habe ich die auch noch gefunden. Das ist natürlich der Hammer. Hä? Okay. Achso, stimmt, ich lade gerade nebenher hoch. Ich überlege schon, was ich gerade hochlade. Natürlich Call of Duty! Ja, schaut mal rein, ist echt der Hammer. Also, Story schon auch der Hammer und Grafik allgemein. Das Spiel gefällt mir ziemlich gut. Was die anderen vielleicht auch noch machen. Black Ops oder so. Gibt's ja anscheinend einen richtig guten Zombie-Mod. Was? Gutscheinticket. Ach man, jetzt bleib doch stehen, du. Nehmen wir uns natürlich das Gutscheinticket. Und schmeißen dafür. Ach, brauchen wir nicht. Kann man es jetzt irgendwie öffnen? Warte, Moment, steht da dran. Dann wird es mit einem zufälligen Item oder Geld ausgetauscht. Okay. Und was wird's? Wow. Really? Really? Aber okay, zur Sicherheit können wir es trotzdem mal reintun. Repair Kit, ey, ohne Spaß. Die können mich doch mal. So mag mich nicht. So, aber jetzt. Ich lass Flo keine Chance. Brauche ich nicht. Ha! War zwar ein bisschen buggy, aber so ist halt. Hab's geschafft. Ja, es liegt halt daran, dass es echt ein bisschen verzögert ist, wegen Hochladen, aber. Ah ne, nicht direkt aufeinander stehen bleiben, Gedanke. Nein! Wow, ich hab die beide geplättet. Krass. Das ist schon der Hammer. Hey Mann, ihr seid jetzt bestimmt übel enttäuscht. Mann, der rastet ja gar nicht aus, ey. Das funktioniert ja, ey. Unmöglich, ey. Aber sorry, gell, ich nehme das jetzt halt so gern mit, wenn die hier halt irgendwie Bock haben, die Schiffe zu starben, dann sollen sie halt. Und krass, ich hätte nie gedacht, dass der Part mal ungefähr 15 Minuten wird auf See. Hab gedacht, dass ich da schon nach 5 Minuten zweimal gestorben bin und dann ausraste ohne Ende. Okay, ja, so kann man sich überlegen, ob man da vielleicht wirklich jetzt noch kurz Level abmacht.
nicht onscreen, weil es wäre langweilig die ganze Zeit, weiß ich auch nicht, was ich da euch zulabern soll. Aber ja, kann man schon mal machen hier. Part 1 Florencia hat jetzt auch bald 2000 Views, bin ich auch froh. Teilt es doch einfach mal, damit wir die 2000 jetzt wirklich voll kriegen. Dann bin ich auch motivierter. Und ja, haben wir schon öfter gesagt. Und verdammt nochmal, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Was einfach auf Facebook teilen, Twitter, was weiß ich was. Wäre schön. Und Moment. Quest-Items, wie sagen wir so? Ach so, stimmt, ja klar. Was können wir denn noch wegschmeißen? Ach, ist jetzt blöd. Zu blöd hier. Ich hoffe, wir kriegen jetzt was Gescheiteres. Tool Booty. Komm, was gescheit's? Wow. Eisen. Yay. Klasse, dritte Klasse Eisen. Drei Klasse Eisen, wie auch immer. Da wäre ja Geld noch besser. Wie viel haben wir denn jetzt? Ah, man, müssen die 2 Millionen nicht vollkriegen oder überhaupt mal was reißen. Ach, diese Schisser immer, wie sie wegfahren, ey. Jetzt haben wir gleich 50%, ist echt unglaublich. So viel Prozent hatten wir ja schon lange nicht mehr. Was ist das jetzt hier? Das brauchen wir nicht. Was? Hebt den Crew-Zustand auf einem bestimmten Level. Ach, was weiß ich denn, ob wir das brauchen. Ich lasse einfach mal liegen. Wer schreibt dann in die Kommentare? Du Idiot! Wieso lässt es liegen? Und ja. Sowas schreibt er halt rein und dann weiß ich Bescheid. Ärgere mich dann mit. Ja. Was ist das jetzt hier? Was? Seetage? What? 17 Seetage. Ach so, das ist das Event hier, oder wie? Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Ein Event, das noch 17 Tage geht, oder? Ach, was weiß ich. Ich versuche das einfach gar nicht zu verstehen. Sondern wir beenden jetzt nach dem Mob hier den Part. Ach, nach dem Level 12. Ach. Ja, nach dem Level 12 im Mob. Und dann gibt's bald wieder Sailing, 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 Sailing. Ach Quatsch, nicht Sailing. Auf Landsailing halt, ja. Also nicht Sailing, ja. Wir sehen's dann im nächsten Part wieder. Es hat super geklappt. Ich hoffe, ihr seid mir nicht allzu böse, dass ich nicht ausgerastet bin. Und macht's gut. Bis dann.